Ab vom Schuss, unterwegs auf der Grillad Ozeanrad. An den 12 Aposteln, 12 Apostles, geht es zu wie in einem Taubenschlag, hunderte Besucher rempeln sich den breiten Asphaltweg zu den verschiedenen Aussichtsplattformen entlang, von denen man einen Blick auf eines von Australiens ikonischsten Naturdenkmälern hat. Sie alle wollen das perfekte Bild von der beeindruckenden Felsenformation machen, die bis zu 60 Meter hoch vor der Südküste Victorias im Meer thront, und haben ein Problem, die anderen Menschen. Und so trampeln sich die Besucher gegenseitig auf den Füßen herum, während sie ihre Selfie-Sticks ausfahren, um ein Bild der 12 Apostel, die erosionsbedingt nur noch zu 9 sind, zu ergattern, ohne den kamerabewährten Nebenmann auch gleich mit auf dem Foto zu haben. Die gewaltigen Apostel selbst kann bei all den Trubeln jemand so richtig genießen. Die Krux mit dem Tourismus ist ja bedauerlicherweise, dass das Erlebnis für den Einzelnen geschmälert wird, wenn zu viele andere Menschen auf dieselbe Idee kommen. Die Grellat Ozeanrad, deren Höhepunkt eigentlich die Apostel darstellen sollen, ist dafür das perfekte Beispiel. Die Straße schlängelt sich über eine Strecke von 243 Kilometern südlich von Melbourne an der Küste entlang und hat den Ruf, eine der schönsten Straßen der Welt zu sein. Die Aussichten, die hinter fast jeder Kurve warten, sind in der Tat spektakulär. Allerdings nur, wenn man im Verkehrsstress überhaupt die Möglichkeit hat, darauf zu achten. Auf der Straße geht es nämlich mithin zu wie zu Russo in einer Großstadt. Kein Wunder bei rund 7,5 Millionen Besuchern jährlich. Sollten Australien-Besucher die Grellat Ozeanrad also besser von ihrer To-Do-Liste streichen? Mitnichten, schließlich warten abseits der ausgetretenen Pfade unzählige große und kleine Schätze, die entdeckt werden wollen. Die folgenden Beispiele sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was die Grellat Ozeanrad zu bieten hat und sollten als Anreiz verstanden werden, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. Nicht, dass am Ende der Reise doch noch ein Apostel DE mit akut JA mit Gravis Wu droht. Der Grellat Hawtwaii Nationalpark ist sicherlich die beste Adresse für ausgedehnte Wandervergnügungen. Wer will, kann wochenlang durch den mehr als 1000 Quadratkilometer großen Park streifen, ohne sich an der grünen Regenwaldlandschaft satt zu sehen. Oder aber, ganz geplant, den Grellat Ozeanwalk in Angriff nehmen. Knapp 100 Kilometer windet sich der Fernwanderweg von Apollo Bay im Osten nach Glenstalt Ample im Südwesten und zeigt Victoria dabei von seiner besten Seite, raue Küstenabschnitte, wunderschöne Strände und dichte Eukalyptuswälder mit butzigen Koalas inklusive. Wem eine mehrtägige Wanderung aus Zeit- oder Bequemlichkeitsgründen nicht in den Kram passt, der kann auch einzelne Abschnitte von einem der 7 am Weg gelegenen Camps aus starten, die allesamt mit dem Auto erreichbar sind. Nicht weit von Lorna entfernt liegen die Erskine Falls, ein wunderschönes Wasserfallsystem. Weil die Wasserfälle leider ebenso touristisch erschlossen sind wie sie tief in den, per Auto erreichbaren, Wäldern liegen, stellt sich unweigerlich schnell das Apostelsyndrom ein. Glücklicherweise wartet nur ein paar Kilometer weiter an derselben Straße der Zugang zu den Korallen Cascades, die sind zwar nicht ganz so hoch wie Erskines, durch ihre treppenartige Struktur aber nicht minder spektakulär. Dazu kommt, dass erstaunlicherweise kaum jemand den knapp 4 Kilometer langen Abstieg zu den Fällen auf sich nimmt, man hat sie also meistens ganz für sich allein.
Wer sich die Mühe macht, seine Campus-Rüstung mitzunehmen und spät genug losläuft, kann entlang des Weges auf halber Strecke auf einer ausgewiesenen Lichtung sein Zelt aufschlagen, oder im Notfall, das Campingplätzchen ist nämlich einfacher zu übersehen, als man denkt, direkt auf einer perfekt zugeschnittenen Steinplatte neben den Wasserfällen absteigen. Ganze 58 Caravan-Parks liegen entlang der Grillad Ocean Road, eine der höchsten Dichten in ganz Australien. Die allermeisten von ihnen sind zwar einfach zu finden, dafür aber auch groß und vergleichsweise teuer. Neben den auf Massentourismus ausgelegten Parks gibt es aber noch gut dreimal so viele Campingplätze, von denen manche schlichte Schlaflichtungen sind, wie oben beschrieben, während man sich auf einigen wie im Paradies auf Erden fühlt. Einer der schönsten ist sicherlich Blanket Bar. Eine ziemlich holprige Schotterpiste sorgt dafür, dass der Platz selbst zur Hauptsaison nicht überfüllt ist, ein Wunder angesichts des wildromantischen Strandes, der unterhalb des Platzes liegt und der ohne Frage zu einem der größten Geheimtipps an der Grillad Ocean Road gehört. Wer sich irgendwann von dem Anblick losreißt, kann einen Abschnitt des durch das Camp führenden Grillad Ocean Walks entlang wandern und sich schon mal auf das Abendessen an einem der fest installierten Barbecues mit Meerblick freuen.